Naja. Ich freu mich schon auf Skillen. Ja, stimmt, da können wir. Boah. Dürften ein paar Punkte sein. Achso, das wollte ich sowieso mal nachgucken, ob wir da jetzt die Fähigkeitsdinger schon ausgewählt haben. Selbst das Menü ist anders gemacht, ey. Da. Da, Fähigkeiten. Ja, ja, das sind sie. Ist alles ausgewählt, okay. What? Man kann bis zu 8 Stück, oder was? Was, wieso? Wo kannst du das nachsehen? Bei den Fähigkeiten, da ist da rechts an der an dem türkisen Ring. Ja. Sind da 8. Ist, eins. Ist bei dir nur eine 1, okay. Ist nur die 1 da. Bei mir steht also bis 8 runter. Okay. Krass. Geil. Aber ich denke mal, das sind vordefinierte Dinge einfach. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Ja. Gut, gut. Weiter? Ja, klar. Dann weiter. Moin moin, hallo und herzlich willkommen. Wir stehen vor der Tür, wir sind Nerd and Way of Life, wir sind Dre Deluxe, wir sind Akane. Hi. Und wir sind Chris und Pierce. Wobei, Pierce ist ja dein Nachname, ne? Ich weiß gar nicht, wie heißt der Kerl mit Vornamen, weißt du das? Ne. Anders. Anders, Aiden Pierce. Anders Pierce. Anders Pierce ist auch gut. Ah. Ja, Folge Nummer 3. Eigentlich wollte ich das nicht mehr sagen, weil in Versi 5. Alpha, Ihre Mission liegt vor. Retten Sie die Geiseln auf der, das wissen wir doch schon, siebten Etage und verlassen Sie das Gebäude. Sobald alle Teams raus sind, wird die Bombardierung gestartet. Okay. Nein, jetzt wissen wir auch, dass wir das Gebäude verlassen müssen. Sollten auch im besten Fall, ja. Bei Resi 5 habe ich irgendwann mal eine Folgenzahl gesagt und hat Pete mich dann darauf hingewiesen, dass es eine andere Folge gewesen ist. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte. Das war jetzt eine Art Spinne? Oder was? Die mutieren zu anderen Sachen auch noch. Ich sage, das ist ja Innovations-Dingens. Das kann echt sein. Oh, und ich lieg schon wieder. Ja, wenn die Nacht anstrengend war und kurz. Schon wieder. Okay, ich gehe jetzt mehr auf den Feuermodus. Aber hier dran erinnere ich mich tatsächlich. Ja, hab ich jetzt. Das sieht fast so aus wie dieser chinesische Markt, wo wir mit Leon auch unterwegs waren. Ja, nur dass er halt jetzt drinne ist, ne? Ja. Ja, bei dem. Bei dem Wetter. Ja. Ja, bei uns hat es heute schon geschneit. Heute erst? Bei uns lag Dienstag auf einmal schon Schnee. Ja, aber so richtig fallender Schnee. Ja, ja. Das erste Mal, dass er herumliegt, das war schon wegen einem Zau schon ein paar Tage. Okay. Das war, also Dienstag, ich bin Dienstag aufgewacht, guck auf mein Handy und hab ein Bild von, vom Schnee halt gesehen, aber von jemandem, der halt ein bisschen weiter weg wohnt von hier. Und denk so, oh shit, es geht los. Geh dann halt geh durch die Wohnung, guck aus dem Fenster, weil ich hab bei mir, habe ich die Fenster mal zugezogen, guck aus dem Fenster und denk, fuck. Das hat so krass geschneit. Und das war, ja, Dienstag war der, weiß ich nicht, was für ein November, aber halt erst Anfang November. 9. Kann sein, ja. Kommt, glaube ich, hin. Da unten. Da unten ist auch noch was. Sollen wir da? Da oder unten? Laut L1 sollen wir hier rein. Na dann sage ich, wir gehen unten rein. Ist unten irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Ja, Blut. Erfahrung. Oh, komm schon. Ich habe das Rad runtergefahren. Oh. Da wird irgendjemand ganz traurig sein, dass du das Rad runtergeschmissen hast. Ja, ich. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir doch erstmal oben lang gehen. Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, ja. Aber da ist auch wieder Loot. Vielleicht müssen wir ja später nochmal hier hin. Ich finde da nie wieder hoch. Ich finde da nie wieder hoch. Das war auch mein Problem damals. Deswegen erinnere ich mich hier auch noch dran. Weil ich hier immer im Kreis gerannt bin. Aber L1. Einfach L1 und der sagt dir den Weg. Alles gut. Oh, okay, nach hinten. Und wir sollen in den ersten und in den siebten Stock. Und das hier sieht ja aus wie eine 6. Okay. Dann ist das hier eine 7. Sehr gut, okay. In der Regel schon. Ja klar, wir steigen ja auch hoch.
Ja, hey, wer weiß. Es gibt ja in einigen Hotels auch keine 13. Stockwerke, habe ich mal gehört. Echt? Ja, wegen Aberglaube und so. Angeblich. Also, ich war noch nie in einem Hotel, wo mehr als 12 Stockwerke waren, aber... Jawoll. Gut gemacht. Oh. Er tritt ihn hier zusammen. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist das. Eiskalt. Hier liegt ein bisschen Loot, falls du Interesse hast. Falls du mit deinem Spielchen da fertig bist. Hey, du bist wie so eine Katze, die eine Maus jagt. Nein, ich hatte keine Ausdauer mehr. Was soll ich machen? Ja, genau. Das machen die Katzen deswegen auch immer so. Wow. What the f... Oh. Ja, genau. Innovation. Also jetzt bin ich echt wieder auf dem Innovationstrip bei dem. Weiß ich nicht, aber es ist ja auch Action. Ja, es ist... Aber innovative Action. Nicht. Nee, auch nee. Das ist einfach nur ein Third-Person-Shooter gerade. Die Geiseln sind genau vor Ihnen. Eliminieren Sie anwesende Feinde und holen Sie die Leute raus. Achso, ich dachte gerade, eliminieren Sie die Zeugen, die Geiseln. Gut, Zeitlupe ja, oder was? Von mir aus können wir jetzt so ein bisschen Zeitlupe machen. Wie in einem guten Call of Duty Spiel. Wir gehen rein. Oh. Oh. Oh Gott. Ich lauf dem hinterher. Aua, aua. Ich guck, was in dem Raum los ist. Ich bin nicht schnell genug. Nein. Okay, mit dem Schlagen war ich auch nicht schnell genug. Hier scheint nicht viel los zu sein. Okay, ich komm zurück. Der läuft da etwas im Kreis. Waren dort keine Medaillen oder so? Nö, nix da gewesen. Habe ich zumindest nicht gesehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das Friendly Fire mit den Geiseln ist, ne? Ja, darum wollte ich auch nicht. Okay, die werden direkt abtransportiert, sehe ich gut. Wo ist die andere Geisel? Ein Stockwerk über ihn, beeilen Sie sich. Siehst du, jetzt müssen wir nämlich... Oh, Gott. Oh. Oh Gott, hast du eine Granate? Habe ich, aber... Ich habe eine rausgeworfen, Achtung! Oh. Hatte ich das erwischt? Ja, ich glaube. Okay. Zumindest einen schönen Teil habe ich verloren. Kann aber auch von der Spinne gewesen sein. Okay, aber dann nächstes Mal früher Bescheid sagen, merke ich mir. Oh Mann. Aua! Nahkampfangriffen. Die hatte ich auch gerade vor, aber die überrennen einen einfach. Ja. Alpha HQ, Geisel auf der 8. Etage sicher. Warte. Danke für die Hilfe. Eigentlich wollte ich. Es ist noch einer auf der 1. Etage. Ja. In Erdgeschoss. Uah! Hallo. Hi. Also die Spinnviecher sind ganz cool. Ja. Aber ich find's nicht gut, dass man die nicht niederkloppen kann. Da. Sind wir jetzt allein, ne? Sind die anderen beiden abgehauen? Ja, mit den Geißeln. Da macht das auch wieder Sinn. Oh, schau, wo wir sind. Ja, aber hätten noch neue nachrücken können. Ich meine, die andere Geisel, die jetzt da unten noch ist, wer trägt die denn raus? Ich mach das nicht. Wieso denn nicht? Ne. Das, also da ist eine Kiste mit einem Schatz. What? Bleib mal hier stehen. Nice. Waren das 1000? Ich konnte es gerade nicht sehen, mein Mikrofon ist im Weg. 2000, glaube ich. 2000 sogar, siehst du. Ja. Muss ich einfach mal dazu sagen, falls ich hier irgendwie blöd rumspiele... Ich sehe ja gar nichts. Das Mikrofon ist ja, der halbe Monitor ist ja bedeckt. Ich sehe ja nur. Die Ausreden. Ich sehe ja nur die obere rechte Hälfte, so. Das Viertel, das obere rechte Viertel. Data One an HQ. Ja, ja. Alle Geiseln auf der 15. Etage sind sicher. Wir sind denn jetzt 15. Ich weiß. Okay, bleiben nur noch wir. Wenn jetzt einer furzt. Was ist jetzt? Er steht. Was jetzt? Jetzt setzt er sich drauf. Ich meine... ich drehe mich mal lieber. Er dreht sich immer so hin.
steige durch das Dach. Helfen Sie mir. Ne. Ne. Nein. Nein. What the? Durch das Dach fallen. Ja. Oh, jetzt muss ich da. Ach so. Ich dachte, ich lasse dich da. Natürlich. Und die fliegen einfach zur Seite. Alles okay? Ja, ja. Physics. soll ich da jetzt zu dir rüberkommen? Oder? Wow! Wo ist der? Da! Warte, ich schieße ihm auf die Füße. Okay. ich kann nicht zu dir. Nee, ich glaube, wir sollen oder? Von unseren Seiten aus jeweils die Tür aufmachen. Warte. Achso, diese Tür. Ja, genau. Schieb mal deinen kleinen Tisch da hoch. Wir scheinen hier nicht willkommen zu sein. Was? Wieso? Die sind fremdenfeindlich, oder was? Warte. Achso, Granate. Ja, ich habe eine Blendgranate rausgeworfen. Und ja. Schmeiße jetzt eine normale hinterher. Warte, ich. Oh, was hast du denn da? Achso, ja. Sniper? Das ist das Sniper. Ist schon recht groß, oder? Ein bisschen, ja. Ist das aus dem Anime? Ach du Scheiße! Boah, okay. Oh, das war glaube ich nicht so gut. Das haben jetzt. Die haben sich jetzt alle in Spinnen verwandelt. Was sind das? Zecken? Ich hab keine Ahnung. Klick, 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 klick. Es sind auf jeden Fall alles One-Shots. Okay, dann ist ja. Egal, wo ich sie treffe. Womit schießt du? Ach, mit der Sniper, okay. Nein! Verdammt, daneben! Hat der gerade seinen eigenen Angriff? Oh, nein, das war ich. So. Bei mir schleudert es weg. Oh. Da laufe ich genau. Okay. Klack, klack. Da ist noch einer. Oh, daneben. Hier liegen überall noch Kisten rum und also Kisten sind es nicht mehr, aber hier müssten überall noch Blut rumliegen. Komm mal klar. Sicher! Sicher, sicher. Natürlich, natürlich sind überall Kisten. Warum liegt das Zeug da nicht einfach so schon rum? Warum muss man dann jedes Mal noch die scheiß Kisten zertreten? Wahrscheinlich derselbe Grund, warum man Sachen hacken muss, zum Beispiel, damit man einfach nicht durchs Spiel rusht. Ja, so eine Interaktionsbarriere. Genau. Du musst jetzt was machen. Okay. Ich muss ein Tickler essen. Okay. Bams. Hier, Delta One. Habe das Gebäude verlassen. Hier, HQ, verstanden. Sagt jetzt jeder einzeln Bescheid, oder was? Okay, ich bin raus. Mehr Kisten? Naja, vielleicht hatte der die Geist. Der hat die eine Geist. Achso, ja, stimmt, das kann man natürlich sagen. Hier, Delta 2, habe das Gebäude verlassen. Hier, zweite HQ, Geist. Verstanden. Alpha ist noch im Gebäude. Die Bombardierung beginnt, sobald sie raus sind. Sind wir Alpha? Ich denke. Geil. Hier ist eine also riesige. So haben die. Ja, genau. 5000! Wow. Du musst natürlich wieder übertreiben. Entschuldigung. Ich sag ja, das ja, ist ja, so. Ich ja. Bin halt der Typ, der zum Übertreiben neigt. Nicht mit Absicht. Meistens. Was? Wo schießt der wer? Ich schau einfach mal. Hier röchelt auch schon wieder irgendeiner und das bin nicht ich. Bereit? Ja, bereit. Ja, Mädchen, steh ruhig auf. Brauchst nicht in Deckung gehen, Angela. Oh, yeah. Ja, Zeitlupe! Episch!
Oh, da klingelt's. gut, kurze Unterbrechung, gleich wieder da. Ich loote. So. Hallo. Habe ich was verpasst? Ach, er dreht sich dann. Er dreht noch seine Runden. Ist gerade schlecht. Ein Spieler hat das Spiel verlassen. Sehr gut. Vielleicht schneide ich das mit rein. Ich gehe rein. Bereit? Ey, wie sie einfach aufsteht. Hier wird rumgeballert und sie steht einfach auf. Okay. Den hast du immer du. Da bist du echt schneller. Geisel im Erdgeschoss sicher. Verstanden, Alpha. Und jetzt raus da. So, weiter geht's. Timer läuft sauber. So, ungefähr 5 Minuten haben wir jetzt noch. Und um diese 5 Minuten jetzt weiter zu spielen, mussten wir doch mal 10 Minuten nachholen. Was soll's? Passiert. Sure. Passiert. Ja, dafür zahlt man, was waren das, 50 Euro im Jahr, damit das PSN vernünftig läuft. Natürlich. Tut's ja auch. Also, manchmal. Manchmal, wenn man es nicht braucht. HQ, komm. Allen Geiseln geht's gut. Alpha-Team ist drauf. Verstanden. Bombardierung gestartet. ja. Mist, wir sind in der Falle. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Okay. HQ an Alpha. Auf der dritten Etage ist Ihr Ausgang. An der Westseite des Gebäudes befindet sich ein Balkon. Beeilung. Dann können Sie dann auf Balkonien ihren Urlaub machen. Müssen Sie aber nicht. Bis zum Tod. Ja. Sie werden sterben. Für immer. Aber gar kein Counter. Stimmt. Da bin ich jetzt fast enttäuscht. Wir sollten weg sein, wenn das Feuerwerk startet. Na ja, pass auf, der kommt gleich. Oh, oha. Wir sind noch nicht weg. Den Bombenangriff. Wir sind denen wohl egal. Nee, ihr habt gesagt, dass ihr draußen seid. Mission hat eben Priorität. Oh, warte. Falscher Weg. Ja, stimmt schon. Stimmt schon. Hier hoch? Das Gebäude macht nicht mehr lange. Ja, ja. Okay. Pierce, drumherum! Drumherum! Was mit den Gegnern? Achso, okay. Welche Gegner? Oh nein, Wiggle! Nein, geh weg! Komm schon, hilf ihm! Kann ich nicht. Nee, ich bin hochgewiggelt. Hey! Ey, das sind die stabilsten Typen, die ich jemals gesehen habe. Haben ja Westen an. Ach, natürlich. Ach, scheiße. Klar. Deswegen sagt man ja auch immer, wenn man einen Unfall hatte mit dem Auto oder irgendwie sowas, dass man die Warnweste zuerst anziehen soll und dann erst das Dreieck aufstellen soll. Weil dann bist du halt geschützt mit der Weste. Ja. Im Auto jetzt. Ein Auto da an, abstauben und geht schon weiter. Ja, Videospiele, da lernt man noch was. Was? Das sind doch wieder diese Kokonviecher, oder nicht? Wieder andere Playlist. Ja, du hast recht. Wer ist denn jetzt schon wieder Finn? Finnland oder was? Finn Kliman? Oh, das passt doch! Wir gucken nicht auf Genauigkeit und sowas. Das ist egal. Ja. Auch der endgültige Rang ist nicht so wichtig. Ich sage auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es gefallen hat, wäre eine Bewertung sehr, sehr, sehr nett. Sehr nett wäre eine Bewertung und bis zum nächsten Mal wieder. Schaut rein, und macht's gut und tschüss. Ciao. Aber ich habe mehr Feinde besiegt. Dann darf ich auch unsicherer sein. Und ich bin nicht gestorben. Dre. Ja? Du bist der mit dem S. Ah, nein? Nee. Oh, ich bin der mit dem S. Und das, obwohl du ja, auf einmal verreckt bist. Ich jetzt auf einmal links? Wie, bist du bei dir jetzt links oder was? Bei mir bist du nämlich auf der rechten Seite. Ja. Ich war sonst immer rechts und jetzt auf einmal bin ich auf links.